Und das beschreibt heute eine Geschichte, die könnte genauso gut aus einem Roman kommen, ist aber tatsächlich wahr. Es geht um einen unberechenbaren, aber schwachen König, eine junge Königin und dann kommt der Arzt, ein schillernder Aufklärer und Frauenheld mit überzeugender Karriere, Johann Friedrich Struensee. Was für ein Mann. Und der kam aus Halle. Er hat es dann am dänischen Hofe sogar so weit gebracht, dass er dem König eine ganze Menge Arbeit abgenommen hat. Als geheimer Kabinettsminister, diese Bezeichnung dürfen wir gerne in Anführungszeichen setzen, Sie erinnern sich, die Königin. Er reformierte das Land dann zum modernsten Staat Europas und leider konnte das ja nicht ewig so weitergehen. Heute vor 250 Jahren wurde Johann Friedrich Struensee grausam hingerichtet mit gerade mal 35 Jahren am 28. April 1772. Sven Hecker im Stichtag über den Hallenser Arzt und Aufklärer Johann Friedrich Struensee. Es muss eine grausige Szene gewesen sein, ein finsteres Spektakel Ende April 1772 in Kopenhagen. Tausende drängen sich um das Schafott. Angeordnet ist nicht nur eine einfache Hinrichtung. Es soll Johann Friedrich Struensee rechte Hand und darauf sein Kopf ihm lebendig abgehauen, sein Körper gevierteilt und aufs Rad gelegt, der Kopf mit der Hand aber auf einen Pfahl gesteckt werden. Nichts dergleichen wird Struensee bei seiner Geburt gesungen, 1737 in Halle. Hier prägt ihn zum einen die unbarmherzig strenge Erziehung des Vaters, eines pietistischen Pastors. Zum anderen weht von der Universität ein aufklärerischer Wind herüber, der den jungen Struensee begeistert. Er studiert Medizin, wird mit 20 Armenarzt und Physikus in Altona vor den Toren Hamburgs, damals unter der dänischen Krone. Hier entwickelt er modern anmutende Behandlungsmethoden, trommelt für Reformen im öffentlichen Gesundheitswesen. Stefan Winkle, Biograf Struensees. Alle Sachen, die er in Kopenhagen als Minister gemacht hat, hat er bereits in Altona als Physikus entweder angeregt oder in irgendwelchen Schriften, nicht wahr, vorgetragen. Als 20-Jähriger. Man soll für jeden Kranken ein eigenes Bett haben, damit sie sich nicht gegenseitig anstecken, nicht vergiften, schreibt er nicht wahr. Struensees Name spricht sich bald auch in Adelskreisen herum, bis hoch zum dänischen Hof. Nachdem er König Christian VII. Bei einer Reise begleitet hat, macht ihn dieser zu seinem Leibarzt. Der 19-jährige König gilt als psychisch labil. Die arrangierte Ehe mit seiner sehr jungen Cousine Caroline Mathilde läuft schlecht. Bin ich krank? Majestät, Sie sind gefährdet, wie wir alle. Es weiß doch niemand, wo die Krankheit anfängt und wo die Gesundheit aufhört. Struensee gelingt es, auch das Vertrauen der Königin zu erringen. Mehr noch, das Herz der 17-Jährigen, so heißt es. Und der König? Lässt Struensee machen, überlässt ihm auch das Regieren. Mit einer Generalvollmacht ausgestattet, steigt Struensee binnen Kürze zum mächtigsten Mann Dänemarks auf. Versucht ab Herbst 1770 mit seinen aufklärerischen Ideen und hunderten Erlassen Staat und Gesellschaft zu reformieren. Struensee führt die Pressefreiheit ein, schafft den Sklavenhandel ab und die Folter, senkt die Brotpreise, erleichtert die Fronde der Bauern, verbessert Schulen und Krankenhäuser, öffnet die königlichen Parks. Überhaupt bekämpft Struensee den Luxus am Hof, den Amtsmissbrauch, er beschränkt die Macht der Kirche. Doch mit all dem schafft er sich auch mächtige Feinde und er macht in seinem Reformeifer Fehler. Paul Barz, Autor des Buchs »Der Leibarzt des Königs«. Vielleicht war Struensees Tragödie die Tragödie eines Mannes, der keine Zeit zu haben meinte. Es musste alles gleich sein, alles sofort. Denn er wusste ja, wie brüchig das Parkett war, auf dem er sich bewegte. Schon sammeln sich die Verschwörer im Adel, am Hof. Auch das einfache Volk steht all den Neuerungen skeptisch gegenüber. Zudem ein bürgerlicher Günstling, plötzlich geadelt mit zweifelhaftem Lebenswandel, wagt es, dem König Hörner aufzusetzen. Ein Skandal. Dann schlagen die Verschwörer zu. Struensee und die Königin werden wegen Ehebruchs verhaftet. Johann Friedrich Struensee und sein Berater Ennewold Brandt werden im April 1772 grausam hingerichtet. Ein Großteil der Reformen rückgängig gemacht. Sven Hecker war das über die mörderische Geschichte zum Tod des Arztes und Aufklärers Johann Friedrich Struensee.